Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge. Machen wir weiter. Eine Sache davor. Ich habe wieder ein bisschen erkundet. Diesmal sogar mehr. Ordentlich mehr. Letztes Mal waren wir ja diesen ganzen Weg hier gegangen. Und dann habe ich angefangen, von hier komplett einmal alles durch zu erkunden. Und dann habe ich auch hier noch ein bisschen erkundet, das letzte Stück. Und dann habe ich sogar das erste Mal so ein richtiges großes Camp gemacht. Im Sinne von, das war eigentlich genauso groß wie das andere. Nur am Ende hat es sogar einen Bossgegner mäßig, von wegen Healthbar oben und so weiter. Hatte auch einen Namen, Dagar, aber der hat nichts Wichtiges gesagt, weil es gab keinen Untertitel. Und ja, am Ende habe ich ihn besiegt. Der war nicht so schwer. Aber schon, ja, ein bisschen Schwitze mit bei, weil natürlich der erste Bossgegner. Aber es wird noch mehr von denen geben. Ich glaube, sogar hier ist eine, weil da ist so ein fettes Feuer. Ich glaube, hier ist wahrscheinlich noch so ein Bossgegner, solche richtigen großen Gebiete, die man einnimmt. Und dann, wenn man besiegt, kommen sogar die Dorfbewohner oder die Leute, die da gelebt haben, wieder zurück und bauen das auf. Das ist das Coole. Deswegen ist jetzt auch ein Händler freigeschaltet. Und jetzt würde ich sagen, Leute, fangen wir endlich mit der Sidequest an, die wir machen wollten. Genauso wie die auch vielleicht. Und hier ist auch noch mal ein Gebiet, was wir erobern müssen. Hier hinten. Also, ordentlich zu tun. Folgen wir dem Vogel weiter. Hier habe ich nämlich aufgehört. Und der bringt uns zu der Side Mission. どうかお戻りを。この森には侍の怨霊が住み着いております。 Sagt der denn? Reden? なぜざれ言を語る。本当です。 ここはかつて野営でしたが、今やこの森に入った者は二度と戻りません。戦の最中だ。人も消えよう。ここは猛虎さえ忌み嫌う森。ぜひ夜までお待ちあれ。怨霊どもが彷徨っておりますので。 Der Tod im... What the fuck? Wow. Geflüster im Wald. Junge, ich finde geil, wie das immer so dieses Intro ist für jede Mission und so weiter. Mit der Darstellung und so. Und natürlich seht ihr. Alter, es ist so dicht, ist die Nacht jetzt extra dafür. Holy. Aber ich habe auch einen neuen Hut und. Geiler Soundtrack. Und wir haben auch natürlich neue Techniken. Ein paar Level-Up haben wir gemacht. Wir haben jetzt einmal den hier. Den Ausweichhieb. Für solche Gegner. Dann haben wir auch noch Parieren für Unblockbare. Das sind aber nur bestimmte Leute. Erkundung haben wir schon voll. Dann habe ich auch noch die Erweiterung für Doppelslash. Das heißt, den ersten normal wie immer. Und danach den zweiten hinterher. Na komm. Genauso. Und dann habe ich noch Slow-Mo gekauft. Das ist sehr wichtig für Jagen und für die Missionen. Und das war's eigentlich. Natürlich ein paar Dinge gefunden. Und wir haben auch noch, genau, neue Talisman. Und zwar perfekte Paraden. Paraden und Ausweichen sind leichter auszuführen. Das ist schon mal nice. Und einen neuen Platz. Genau. So, wohin müssen wir überhaupt? Suche im Wald nach Geistern. Dein Ernst? Also in dem Bereich hier, okay. Überall. Ich folge einfach den Lichtern. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding dafür. Sonst würden die ja nicht umsonst einfach so Offroad stehen. Boah, irgendwie bin ich gerade ein bisschen angespannt, muss ich sagen. Da vorne leuchtet was. Hier lebte jemand. Schriftrolle lesen. Und wird noch schneller. Der Legende zufolge ist jeder Baum die Seele eines Samurai, der bei der Verteidigung der Insel gestorben ist. Sind sie die Stimmen, die ich höre? Schreien sie vor Schmerz? Flehen sie uns an, ihre Opfer zu vergelten? Oder wollen sie uns vor etwas warnen und selbst jetzt noch beschützen? Vor uns selbst jetzt noch. Okay. Also ein Verrückter einfach nur. Laternen anzünden, Schreine reparieren, den Kami ein Opfer darbringen. Die Stimmen ignorieren, ignorieren, ignorieren. Was für Stimmen? Noch eine Schriftrolle. Wenn das Chef Nacht für Nacht höre ich ihre Stimme. Manchmal scheint das Flüstern mit dem Wind von weit her zu kommen und verschwindet, als es gerade meine Ohren erreicht. In anderen Nächten dagegen fällt es mich an und reißt mich aus meinen Träumen. Ich wache dann mit klopfenden Herzen auf und jeder Atemzug liegt mir schwer auf der Brust. Heute bleibe ich wach, ich werde den Stimmen folgen, ich werde herausfinden, was sie mir mitteilen wollen. Oh. Waren das alle Schriftrollen? Oh, ist das crazy. Die Laternen reparieren, sagt er. Ich folge den Laternen.
folgenden Stimmen. Wait, habe ich noch das richtig eingestellt? Ja. What the hell? Der Wind, sagte er, ne? Alter, what the fuck? Gehe ich richtig? Ja. Es ist still geworden. Ist er das? Kubinashika. Ja. Hanin wa bushi no onryou o manete oru yō da. Dare ka otta yō da ga. Sudeni satta no ka. Oh! Als wenn! Alter! Puh! War das der Jäger? Scheiße. Da hinten ist noch eine Laterne. Eine sehr komische liegende Laterne. Rein da. Mit dem Hut, klar. Was zur Hölle? Das ist crazy. Das ist verrückt. Ihr mit euren Soundtracks, Junge, der Feeling ist top. Takibi. Hito ga otta yō da. Ach, mehr Enthauptete. Shinda bakari da. Hannin wa chikai zo. Folge den Spuren, okay. Wenn ich sie sehe, gerne. Ich folge einfach dem Weg anscheinend. Da vorne ist noch ein Licht. Scheiße. Aha. Ja, hier muss man aber auch Mut haben, ne? Da hinten. Weg mit dem. Warme Junge. Die halten mehr aus. Okay. Entscheide über das Schicksal des Banditen, stand da gerade. Das Ding ist, es macht nur Sinn, ihn zu töten. Erstens, so ein Bandit, der wird nicht einfach danach sagen, oh nein, fällt mich jetzt besser, nachdem ich einen Geist gesehen habe. Junge, viele Menschen habt ihr gekillt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, er hätte sogar vielleicht zu irgendjemandem rennen können, verpetzen, das wäre auch nicht gut gewesen. Oder er macht woanders weiter. Also, einmal töten, dann ist Ruhe für die normalen Menschen und die haben mehr Sicherheit. Oh, hier war sogar Seide. Schön. Seltene Zutaten. Okay. Haben wir jetzt alles abgesichert? Ja, jetzt können wir zurückgehen, ne? Genau. Ich gucke aber nochmal hier durch, ob wir hier noch was haben.
drumherum mäßig. Einmal hier rauf, besseren Überblick. Nee, kein weiterer Loot in der Nähe, keine Pflanzen. Dann, auf geht's, komm, runter, runter. Gut. Und jetzt auf einmal der Nebel weg, wisst ihr, wie ich meine? Alter. Puh, okay, waren nur Banditen. Gott sei Dank. Ich denke, das war wirklich ein Dämon. Würde mich nicht wundern, ne? Wenn wir hier mythische oder mystische, was war das? Mythische, glaube ich, ne? Genau. Solche Geschichten oder Kampffähigkeiten haben, ey, boah. Mich würde es nicht wundern, wenn wir wirklich gegen irgendeinen Geist, Dämon, was auch immer kämpfen würden. So, mein Freund, der Wald ist sicher. Bis Erste. Oh ja. これからは高カタルが良い。かつて神の森を汚す悪し賊がいた。しかしその血を守る怨霊の頼みを聞いた。そして森から賊を一掃し、怨霊は成仏することができた。良き話です。怨霊が森を守るためあなたを導いたのでしょう。 Sehr gut. Und jetzt gibt's die Belohnung. Oh, fast. Schade. So, was haben wir bekommen? Offensiven Talisman. Oh, warte mal. Oh, 5% nur. Nee, nee, nee. Das ist mir zu wenig. Ich hätte sogar lieber 100%, aber nur 5% Steigerung. Statt 5% doppelt. Nee, lohnt sich nicht. Dann, als nächstes gehen wir hier hin. Die andere Seite der Ehre. Lebenden Samurai in Kashina gesehen zu haben, muss ich jetzt herausfinden. Okay. Da ist unser Pferd. Folge welchem Weg? Warte mal, wir haben links und rechts den Weg. Ich glaube wahrscheinlich so, ne? Ja, weil der Weg führt nach da. Ah, ist eigentlich egal, wie rum. Nehmen wir den Weg. Oh, der Vogel. Neuer Wegpunkt. Wenn der kommt, müssen wir mitreiten. So, und dann da hoch. So, Fettchen, lass mich runter. Ich wollte gerade sagen. Noch, dir alles gut. Da ist der Vogel. Ich danke dir. Er hat mich zu der Sidequest gebracht. So, so. Dozo, heiri kudasai. Jindoku-sama wa jiki ni modoraremasu. Jindoku. Okay. Da haben wir schon mal einen Namen. Sonst haben wir hier nichts mehr zu looten, bevor wir reingehen. Isoide Jindoku-sama no oie no shitaku wo shinakucha. Okay. Sind es bis jetzt nur Frauen? Oder auch Männer? Nee, ich glaube nur Frauen, oder? Also hat er sich hier sozusagen, ja, sein Reich eröffnet und zwar nur Frauen noch eingestellt. Okay, okay. Leder. Ja, okay. Dann gehen wir rein. Ich glaube, der ist keiner. Die denken, er ist einer, damit er die beschützt, aber wenn es drauf ja, hart auf hart kommt, dann ist er wahrscheinlich nur ein normaler Dödel, der einfach nur das Schwert von der Leiche geklaut hat. Also ein Leichenschänder. Schänder, genau. Nein, 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 nein. Oh, die haben so eklig die Items da platziert. Wunderschön. Runter, runter, runter. Okay, dann ein Doppelt. Jindoku-sama to wa? Masaka gozonji nai no desu ka? Nan no aru o samurai desu yo? Awasete kure. Soro soro modoru ka? Jiki ni.
ぜひ夕げを共にされて、神六様の武勲をお聞きくださいませんか。Oh, das ist eine Falle. Kannibalen?Okay, ich bin mal gespannt, wer das ist. Der macht gar nichts. Oh, Nein. Leo Yu. Der ist keiner. Der geht einfach nur raus, aber der kämpft gar nicht. Der kommt später zurück, besoffen, und dann denkt er, er hat was getan. Und die unterstützen ihn, weil die denken halt natürlich, er tut was im Kampf, aber tut er gar nicht.他に生き延びた武士がおったのだな。とても激しい戦でしたね。浜は血を吸って赤く染まり、あれは思い出したくもない光景です。コモダにおったのか。パンパンパン。もちろん、あ、失礼よ。長旅でヘトヘトでして。コンビオフシス。ゆえ案内させましょう。続きはその後で。さあ、お連れいたしましょう。Nein. Lass ihn abschlachten.Der Typ nutzt die Güte der Menschen aus, plus dazu auch noch, ist es ein Schwindler. Jinroku-dono to wa dono youna okata da? Ano kata ga irashara nakereba, imagoro Tsushima wa Mouko ni nottorarete ru tte kikimashita. Tachi o tazusaete wa oran no ka? Bugu wa tami ni yuzutte, daiji na uma dake o nokoshita to ka. Uma ya niyorimasu yo. Yu wa ato de yoi, uma o mite mairu. Okay.So, wo ist das Pferd? Untersuche die Stele. Da ganz hinten. Okay, let's go. Da war ich wirklich noch nicht. So, gucken wir uns das an. Untersuchen. Ein Ackergaul. Der hat nur einen Sattel draufgeschmissen, mehr nicht. Das ist auch wichtig, ne? Pferdkenntnis.Damals natürlich normaler als heute. Heute, Junge, der Pferd ist Pferd, ne? Natürlich kannst du vielleicht erkennen, dass einer mehr sportlicher ist. Ah, noch mehr untersuchen. Oder kraftvoller, größer, ne? Besser trainiert, aber ansonsten so richtig, glaube ich eher nicht. Bangu wa yoku miru mono da. Okay. Kono kura wa Higuchi dono no mono da. Aha. Jinroku wa bushi dewa nai. Kuchi o waraseru ka.Alles klar, rein da. Die Sonne geht auch auf. So, mein Freund, reden wir. Er hat sich verpisst. Verfolge ihn, jawohl. Aber wo lang?Die Leute fragen, ist er nach oben gegangen? Wahrscheinlich, oder? Jo, da ist er. So, mein Freund, hier geht es wahrscheinlich immer hin, um zu kämpfen. Nein, auf den, mal gucken. Da oben ist schon Feuer. Da ist er. Oder er gehört sogar zu Banditen. Meine Ausdauer, scheiße. Tja. Was für eine Falle. Ich glaube nicht, dass er allein ist, oder? Den Hochstapler. Siehst du? Der Bastard war die ganze Zeit hier und hat gebadet, bis er nach Hause kam. Der Wichser. Yes, Ikkeichi o moshikomu. Kono ore to?やるしかねえんだ。望みならば受けて立とう。Gib ihm, Junge. Ich hoffe, das funktioniert. Manchmal ist ein Bug da. Ich kann Rechtsweg nicht machen für Herausforderungen. Wenn ja, müssen wir reloaden. Haben die immer noch nicht gepatcht. Mal gucken, wann überhaupt der Patch kommt. Junge, der Unterschied.Schon in der Körpersprache. Genau so war das gegen den anderen. Warte, ich will nicht. Go-san, das war nicht. Bitte was?
前は何者だ？何者でもねえ。どこにでもいるただの百姓だ。お前は武士の名を語り、その名を汚した挙句、あの女衆を騙しておったのだぞ。分かってる。頼む。故障だから殺さないでくれ。集落には二度と戻らねえ。行け。次にその鎧姿を見かけたら容赦はないと思え。Scheiße. Oh, ich hätte ihn hingerichtet. Das sind immer die schwächsten, ekligsten. Schide, Monome. Unnaschü, ni muss schlossen, ne? Lass den Hochstapler gehen. Na gut, zurück zu den Frauen in dem Dorf oder Häuslein, je nachdem. Aber vorher, hier war ich noch nicht. Kurz Ausdauer nehmen. Oh fuck, darf man das zeigen? Ne, jetzt muss ich cutten. So, über was machen wir? Nicht über den Gegner, machen wir erstmal Ruhe finden. Sehr gut. Mehr Gesundheit. Alles klar. Okay, gut. Dann weiter geht's. Wie gesagt, je nachdem, ob ich es geschnitten habe oder nicht davor. Ja. Ich weiß halt nicht, ob man einen nackten Po zeigen darf. Oh! Das war jetzt automatische Steuerung. Scheiße. Mir ist Pech gehabt. Dabei habe ich natürlich keine Ahnung, aber theoretisch ist es ja nicht so schlimm. Ist ja nicht das richtige Genital oder wie man es sagt, ne? Theoretisch sollte es ja eigentlich gehen. Hm. Zur Not muss ich das vielleicht über YouTube schneiden, falls da irgendwie eine Bemerkung kommt. Ich lasse mal drin. Mal gucken. Wenn nicht, und ich muss das später irgendwann für die Zukunft gesprochen, wegmachen, dann ja, wisst ihr auch Bescheid, warum davon mal ein Cut war. Oder selber. Junge, ihr wisst, was ich meine. Cut drin oder nicht, ob Zukunft oder nicht, dann wisst ihr Bescheid. Dann darf man dem Po nicht zeigen, wie er in den Dings geht. Ins heiße Bad. Boah, die Ausdauer ist echt wenig, aber... Endlich sind wir da. Gut, Hochstapler ist weg. Das ist schon mal eine gute Neuigkeit. Jinroku war Bushi de wa nakatta. 騙されておったのだ。ああ、聞いてしまったのですね。知っておったのか。害はなさそうですし、私らも退屈していたのでね。殺したのですか。生きておる。だが戻ることはなかろう。では、戦に行ったとでも広めておきましょう。あいつがいなくても楽しくやっていきますよ。Okay. Ich glaube, die wollten einerseits damit sozusagen so sagen, hier ist ein Samurai, ne? Da traut sich niemand hin. Wegen den Geschichten. Jawohl, Level up. Wer sind wir jetzt? Der unnachgiebige Wind mit der Rüstung. Geil. Und Entschlossenheit erhöht. Sehr gut. Leben auch. Ich glaube, die wollten damit erreichen, dass zum Beispiel so kleine Banditen oder so nicht dahin kommen. Aber es ist natürlich gefährlich. Vielleicht kommen die Mongolen. Das ist ja noch schlimmer. Okay, was nehmen wir jetzt? Rauchgranate, Haftbombe, Windglocke. Ich glaube, ich nehme die Haftbombe. Ich habe, glaube ich, gesehen, dass bei einer Mission irgendwann Haftbombe kommt oder so. Ja, nehmen wir mal Haftbombe. Und dann kommt Rauchbombe und dann nehme ich zuletzt die Glocke. So, was ist das? R und 2, um Haftbomben auszurüsten. Um zu werfen. Ich muss mit R auswählen? Okay, das ist crazy. Na gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Talisman der Schatten. Fuck, sag mal. Verringert die Geschwindigkeit, mit der sich die Gegner bemerken um 10%. Oh, das ist gut. Sneaken ist immer geil. Scheiß auf Armbrust. Armbrust, sag ich schon. Bogen, das ist wichtiger. Sehr gut. Schnellfeuerwaffen wechseln. Halte R gedrückt und wechseln mit denen. Ah, okay. Kunai und das. Stimmt. Verschiedene Bäume. Jawohl. Okay. Gut. Die zwei Mini-Side-Quests haben wir geschafft. Gebadet haben wir auch. Hier ist noch eine Mission.
oder nicht Mission, was zum Finden. Ich würde aber sagen, reiten wir mal in Richtung dem Handelsposten. Mal gucken, wie weit wir vorankommen. Und falls wir das sogar noch in dem Part schaffen, haben wir geil. So, Pferdchen. Let's get it. Gut, soweit ist hier noch nichts. Oh, das war Eibenholz. Holy. Ja, das ist noch ein weiter Weg, glaube ich. Ja, 210 Meter noch. Ich glaube, ich sehe schon das Feuer, oder? Jo, das ist ja. So, alter Handelsposten. Ja, ist noch entfernt. Okay, pass auf. Versuchen wir das mal zu machen. Ich gehe nicht den direkten Weg. Bonus verletzte Gegner mit einer Schwarzpulverbombe. Oh. Ich habe zwei. Achso. Ich soll nur mehr treffen. Oh, das ist schlecht. Die haben Gefangene. Wie komme ich da rein? Darf auch nicht entdeckt werden. Come on, hier muss irgendwo eine Öffnung sein, oder? Hier ist was. Scheiße. Wie viele sind hier denn? Oh. Den drin können wir töten. Einer weniger. So, und dann... Ich glaube, ich drücke herausfordern, damit die nicht mehr angreifen. Oh, fuck. Ich dachte, es kommen richtige Herausforderungen. Oh, no. Oh, fuck. Haben wir? Jawohl, haben wir. Easy. Schade. Ich dachte, ich wollte ihn eigentlich wirklich erst beobachten, weil da steht ja Töte oder Beobachte. Du kannst halt mehr Punkte kriegen, wenn du ihn erst beobachtest. Da kriegst du schon so einen Point wie ihn gerade. Und wenn du ihn dann noch tötest, kriegst du noch mehr. Damit kann man sozusagen mehr rausholen. Aber ich dachte, da wäre keiner mehr. Scheiße. Anscheinend war da noch einer. So, sind die alle tot? Anscheinend. Gut, dann looten wir uns hier mal durch. Das war jetzt kein großer Posten, merkt man ja. Ich glaube, die Großen haben richtige auch, wie heißt das? Wände und so weiter. Und immer ein Bossgegner. The fuck, das kenne ich noch nicht. Nice. Okay, also die müssen golden sein, vermute ich jetzt mal. Dann sind das richtige Bossgegner. Solche dunkleren sind einfach nur normale Hauptmänner. So, Heiler haben wir voll. Gut, können wir mit jemandem schnacken hier oder ist es mir so jetzt erledigt? So, du lebst ja noch, ne? Die ist verschwunden. Okay, hat sie sich gerettet oder was? Na gut. Dann das letzte Häuslein noch. Hier vorne, wo wir schon waren, aber nicht drin, ne? Auch nichts, auch nichts. Okay. Auch nicht. Doch, der Necke war gerade was hinter mir. Haben wir. Hier hoch geht nicht. Dann ist da noch eine Tür. Aber ich glaube, es geht nach draußen wahrscheinlich. Oder auch nicht. Oh. Leder, wichtig. Und mehr haben wir nicht.
Gut, dann haben wir es geschafft, sehr gut. Langsam werden wir stärker, ich merke das. Die Waffen nicht, aber die Stats, um mehr zu tanken. Mehr zu tanken. Oh, warte, guter Abschluss. Da ist noch eine Patrouille. Bitte funktioniert Herausforderung, bitte. Weil wenn nicht, werde ich ordentlich auf die Fresse kriegen. Sehr gut. Nummer 1. 2. Haben wir. Oh, die beschützen ihn. Oder auch nicht. Haben wir. Diese Pisser. Oh, schöne Konter. Nice. Der ist anders. Höher geared. Jawohl. Stylewechsel. Mausrad, bitte. Junge, immer dieses Doppelt. Oh mein Gott, da habe ich nicht drauf geachtet. Easy. Oh Junge, das ist die neue Technik. Epic. So, zurück auf die 4. Und dann, Leute, ist das ein guter Stopp. So Leute, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, Abo, Kommentar da und wie immer, bis zum nächsten Mal.